Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Noch 5 Minuten in dieser Session. Wir sind soweit. Sektor 2 ist jemand abgeflogen. Gelbe Flaggen in Sektor 2. Sektor 2 ist wieder freigegeben. Rennbedingungen in Sektor 2. Minuten in dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns.
Arbeit. Du bist für die nächste Session qualifiziert. Alles ist bereit. Oh.
uns auf Platz 10 verbessern, sonst findet Q3 ohne dich statt. Noch 2 Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Du hast es in Q3 geschafft. Diese Änderungen um. Dir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Das Auto ist fertig. Los geht's. Noch 3 Minuten. Thank you.
Noch eine Minute. Alles ist bereit. Whoa!
hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Er wird seinen Überholversuch DRS nutzen. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. We'll be right back.
als eine Sekunde Rückstand und kann DRS nutzen. Funktionieren. Die Jungs versuchen das zu beheben.
Was wir wissen, ist bei Alonso in den nächsten Runden ein Boxenstopp fällig. Problem behoben.
zurückzukommen. Du kannst auf Benzingemisch 3 gehen, wenn du möchtest. Wähl das fette Gemisch. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Bis auf harten Reifen, noch ein Boxenstopp. Überholen. Hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. We'll be right back.
Sekunden vor Bernier. 5 Sekunden. Mercedes hat Rosberg die härteren Reifen gegeben. Er bleibt jetzt wahrscheinlich länger draußen vor dem nächsten Stopp. Langsameren Reifen unterwegs. Kannst die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden. Du machst das gut. Button ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Etwas besser, als wir erwartet haben. Push weiter! Deine Zeiten sind absolut konkurrenzfähig. Push weiter. Eine Gruppe langsamerer Wagen.
Vor dir liegt eine Runde zurück. Er sollte Platz machen und dich vorbeilassen. Auto hinter dir hat eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde.
Reifenwechsel kommen.
schnellsten Zeiten sind etwas besser als deine. Er holt auf. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Position. Sprit sieht gut aus. Wir können von Gemisch 2 auf 3 wechseln, wenn du möchtest. Wir haben einen Platz verloren. Bleib ihm auf den Fersen und hol ihn dir zurück. Du bist Fünfter. Fünfter Platz. Oh.
gerade einen neuen Satz harte Reifen bekommen. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Boxenstopp, diese Runde. Sektor 2 ist jemand abgeflogen. Gelbe Flaggen in Sektor 2. Beim Rausfahren auf den Verkehr. Du liegst 3 Positionen hinter Kimi. Sektor 2 auf das Auto vor uns auf. Sektor 2. Fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
Maldonado ist der Nächste. Leg ihn dir für ein Überholmanöver zurecht. Kimi an der Box.
die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Gib wieder Gas, keine blaue Flagge mehr.
hinter dir hat einen leicht beschädigten Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Thank you.
Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Im Moment nieselt es nur, aber wenn es schlimmer wird, müssen wir auf Intermediates oder Regenreifen wechseln.
Achtung, Intermediate. Es fängt an, leicht zu regnen. Es fängt an zu regnen.
Boxenstopp auf Intermediates wechseln. Mit deinen aktuellen Reifen hast du bei diesen Bedingungen nicht genug Grip. Es sind nur noch ein paar Runden zu fahren. Solange es irgendwie geht, würde ich auf den Trockenreifen weiterfahren. Deine Hinterreifen sind etwas zu kalt. Wärm sie etwas auf, wenn es geht. Wir sollten in den nächsten Runden vielleicht auf Benzingemisch 2 wechseln. Gratuliere! Platz 5! Mit diesem Ergebnis bleibst du auf Platz 8 in der Fahrerwertung.